heute. Ein Tag? Ja. Nicht schlecht. Und da, da stehen wir. Okay. Oh, guck mal, wir stehen aber heute mit Robotik und Industrie 4.0. Leider ist Festo, hat Festo nicht geklappt. Ah, okay. Wir freuen uns angekündigt. Okay. Ich dachte, du machst jetzt ein bisschen Robo-Robo-Breakdance oder so. Nee. Okay. Ja, hallo und willkommen zurück zum dritten Teil der heutigen Heise-Show. Wir sind nicht die drei von der Tankstelle, sondern wollen heute über die neue CeBIT reden. Angekündigt war, dass wir über Robotik und Industrie 4.0 sprechen. Das hat leider nicht geklappt, weil uns die Gesprächspartner ausgingen dafür. Deswegen wollen wir mal gucken, einen Rückblick und Vorausblick auf die diesjährige CeBIT werfen, die ja komplett neu ist, nicht nur das Datum geändert hat, sondern das gesamte Konzept geändert hat. Unter anderem diese Bühne hier ist Teil dieses neuen Konzepts, die D-Talk-Serie, die in allen Hallen stattfindet, auf der Vorträge, Diskussionen und so weiter stattfinden, teilweise mit Workshops verbunden. Auf der anderen Seite das Freigelände. Für einen gestandenen CeBIT-Gänger ist das komplett verwirrend, wenn er in Nord 1 auf das Gelände geht und erstmal nichts sieht, außer leeren Hallen, weil er automatisch zur Halle 2 läuft. Aber es ist alles um das Freigelände herum organisiert, das nicht nur mit dem SAP-Riesenrad, von dem wahrscheinlich inzwischen schon jeder gehört hat, auftrumpfen kann, sondern mit vielen Foodtrucks, Ständen von Firmen, mit der riesigen D-Campus-Bühne. Liegestühle, Sandflächen. IBM hat auch so ein Ding, wo man sich in die Cloud hochziehen lassen kann und dann auf das ganze Gelände runtergucken kann. Und sie haben auf der stehenden Welle surfen. Da habe ich nämlich um 19 Uhr sogar einen Termin und mache mich zum Affen. Also, da musst du natürlich Robert mitnehmen, dass er das aufnimmt. Ja, das muss mit rein. Aber das hat auf jeden Fall so eine Rummelplatz-Atmosphäre, oder? Würdet ihr doch auch sagen? Ja, schon so ein bisschen ein Festival oder so. Das haben sie schon ganz gut hingekriegt, irgendwie da so in dem zentralen Bereich, dass man sich da so ein bisschen so fühlt wie auf einem Musikfestival. Hm? Ja, genau. Und. Also auf jeden Fall komplett neues Konzept. Unter anderem mit dem Ziel, auch mehr Jüngere anzulocken. Das klappt schon mal. Wir sind das nicht, aber das Publikum ist doch auffällig verjüngt, wenn man hier sich einfach nur mal so ein bisschen die Leute in den Gängen ansieht, die hier rumlaufen oder so. Es ist ein ganz anderes Publikum als letztes Jahr. Business Casual ist nicht angesagt, im Gegenteil, es ist weit legerer. Also man sieht viel weniger Leute, die im Anzug rumlaufen, ganz generell auf der Messe oder so. Und man sieht auch richtig so Spaßgruppen, also so wirklich Freundesgruppen, die ich will jetzt nicht sagen zum Saufen hierher kommen, aber so Leute, die heute Nachmittag schon so ein Bier in der Hand gehabt haben und lustige Hüte aufgehabt haben. Und wenn du die gefragt hast, wie findet ihr das hier, dann sagen die, hey, super. Und das ist so eine Reaktion, wie du sie auf dem Hurricane Festival oder so ähnlich auch kriegen kannst. Aber du hast daneben natürlich dann auch die Anzugträger, die sagen, hä, Festival? Wo ist das denn? Bevor wir jetzt weiterreden, muss ich euch noch vorstellen. Also mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online und mit mir über die neue CeBIT reden erstmal Jan-Keno Jansen von CT und Heise Online, der heute auch ganz intensiv auf der Messe unterwegs war, nicht viel Produkte gesehen hat, aber dafür sehr viel Eindruck gesammelt hat. Jo Barger, auch von CT und Heise Online, der sich auch heute schon auf der Messe rumgetrieben hat und sich einiges angeguckt hat und so mal ein bisschen gucken, wollen wir ein bisschen zusammen gucken oder so, was denn jetzt los ist. Also die neue CeBIT soll ja die CeBIT retten, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich, dass es Spaß gemacht hätte herzugehen. Die Ausrichtung auf die reine Businessmesse, die war nicht der Erfolg, den sich die CeBIT und auch die Aussteller und der Bitkom als Ausstellerverband erhofft haben. Jetzt wieder das Konzept mit einem Festival der Digitalisierung, wie sie das nennen, also den Eventcharakter wieder auf die CeBIT bringen. Ergibt das überhaupt Sinn? Ja, ich glaube, wenn sie so weitergemacht hätten, dann wären sie ganz den langsamen Tod gestorben oder so. Oder vielleicht auch den schnellen Tod oder so. Man hat ja gesehen, wie es runtergegangen ist. Und man musste da ganz grundsätzlich irgendwas anders machen oder so. Und da war es bei dem hiesigen Wetter schon mal eine ganz gute Idee, in den Sommer zu gehen.
Einfach weil... Naja, das hatte ja auch den Grund, dass so viele andere Veranstaltungen direkt davor oder danach gewesen sind. Zum Beispiel die CES im Januar und dann der MWC. Wann findet der MWC statt? Auch Anfang März oder so? Anfang März, ne? Und dann Ende März, dann gleich wieder CeBIT. Das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. Viel abgegrast gewesen. Aber jetzt im Juni sind ja auch viele, viele Konkurrenzveranstaltungen. Ne? Also man muss dann den Leuten, wenn sie herkommen sollen, dann auch was bieten. Also ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Dass man nicht nur halt darauf setzt, dass die Leute hier Business machen oder so, sondern dass man auch darauf setzt, dass sie ihren Spaß hier haben und sie sich nicht selber darum kümmern müssen, sondern dass das integraler Bestandteil des Ganzen ist. Auf YouTube wurden wir gerade mit der Big Bang Theory verglichen. Ich weiß nicht, ob man das als Lob oder als Kritik auffassen soll, aber vielleicht hat die CeBIT auch so ein bisschen was von Big Bang Theory, irgendwie Festival für Nerds. Ja, würde ich... Ist es das? Denke ich schon. Also was man halt schon merkt im Vergleich zur CES oder so, dass hier weniger Neuvorstellungen von Produkten eine Rolle spielen, sondern es gibt ein relativ starkes Konferenzprogramm, was so stark ist. Ich habe mal das Programm nur von heute mitgebracht. Das ist das Programm von heute. Und irgendwo hier unten. Genau, irgendwo hier unten sind wir auch. Genau. Und das ist halt schon... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte ein bisschen mehr kuratieren müssen, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel ist. Aber auf alle Fälle kann man sich im Vergleich zu vorherigen CeBITen, kann man sich hier wirklich einfach Vorträge statt Produkte angucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das vorher so viel weniger war, aber ich glaube, ja. Es ist jetzt einfach sichtbarer gemacht worden. Ja, super. Vorher war es auch kostenpflichtig. Es kostete extra zum CeBIT-Eintritt und war nicht gerade billig mit 600 Euro für die gesamte Konferenz. Naja, aber diese zusätzlich zur CeBIT bezahlt werden muss. Diese Bühnen, also diese vielen Bühnen, die hier in den Hallen stehen, das ist ja schon neu. Also früher war das ja so, dass bei einigen Ständen, dass die sich selber eine Bühne gebaut haben, aber dass halt wirklich von der CeBIT aufgestellte Bühnen in okay. sagen wir mal, 10 Hallen sind, das ist neu, würde ich sagen. Und was halt auf jeden Fall neu ist, ist halt dieses das Ambiente. Partyprogramm, also auf diesem Rummelplatz. Da gibt es ein Riesenrad, da gibt es Bierbuden, da gibt es, man kann irgendwie surfen, man kann irgendwie mit dem Fahrrad fahren, auf irgendwelchen Parcours und so weiter. Und es gibt Liegestühle, wo man einfach nur cool rumhängen kann und Musik hören. Es gibt ja sogar so eine DJ, so eine Tanzfläche. Da hat, als ich da war, niemand getanzt, muss ich sagen. Das geht wahrscheinlich später los. Aber ich meine, das war ja für undenkbar gewesen, dass irgendwie auf einer CeBIT irgendwie Techno-Musik läuft und Leute tanzen. Die tanzen dann am Freitag, wenn sie ihre Abschlüsse in der Tasche haben. Naja, ja, das war ganze, früher. Das ganze Ambiente, dieses ganze Gefühl, dieser ganze Look der CeBIT oder so. Ne? Also von den Farben her, auch schon die Webseite. Ich habe noch nie so eine schöne Warteanimation gesehen, wie auf der CeBIT. Ja, mit diesen Blasen, die so, ja, genau. Die so blubbern. Ja, aber das ist ja alles, das spielt alles ineinander und das ergibt so ein halbwegs stimmiges Bild. Auf jeden Fall. Das war ja auch früher, hat die CeBIT ja so ein bisschen... Aha. So wie so ein Amt gewirkt, dass auch die CeBIT-Mitarbeiter, die hatten so, keine Ahnung, die hatten so Uniformen an, die so ein bisschen ausgesehen haben wie, ich weiß nicht, Post oder so, keine Ahnung. Aber jetzt haben die alle, okay, jetzt sieht es auch aus wie Post, weil die T-Shirts gelb sind, aber auf jeden Fall... Jetzt müsste die Kamera mal hier zu den Kollegen schwenken oder so. Hier sitzen so ein paar. Aber auf alle Fälle haben wir, guck mal, wir haben jetzt auch diese bunten Stühle überall. Das ist auch so ein Ding, was auf der CeBIT zu sehen ist, dass die Stühle jetzt bunt sind. Los. Genau, jetzt kommen wir so. Ach so, genau. Lassen mal gerade einen hochkommen auf die Bühne, damit man sieht, wie die CeBIT-Mitarbeiter aussehen. Das sieht schon mal ganz anders aus. Also nicht die T-Shirts sind gelb, sondern das Logo ist gelb. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Marvin. Grüß dich. Hallo, Marvin. Ja, wie gefällt dir das neue Branding der CeBIT? Definitiv besser als vorher. Also ich mag es auch einfach mal rumzulaufen mit Sneakers. Also. Das durfte man vorher nicht? Ach. Also bestimmt schon, aber so gut gesehen war es nicht, ne? Ja, cool. Danke. Ja, danke schön. Ja, sehr schön. Naja, und überhaupt, das ist so, keine Ahnung, dieses ganze Start-up, dieser Start-up-Style mit so Palettenmöbeln und in dem Pressezentrum liegt überall Konfetti rum, warum auch immer, weil es schön bunt ist. Und es wird, diese Buntheit wird halt sehr zelebriert. Das war, vorher gab es das ja auch schon, dieses Scale 11, das gibt es jetzt im dritten oder vierten Jahr oder so, aber das war so ein Fremdkörper, ne? Das war irgendwie so ein abgeschotteter Kosmos, dieser Startup-Bereich, und
ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht gepasst. Das war irgendwie, der ist da reingekommen und irgendwie hat sich da nicht wohlgefühlt. Und hier ist es irgendwie so integriert mittlerweile mit den Forschungsständen. Das geht so ineinander über. Auch, ich weiß nicht, der sieht auch ansprechend an oder so. Ne? Und das ist halt voll integriert in alles. Jetzt, um eure Begeisterung mal ein bisschen zu bremsen. Wenn das jetzt nur Party hier ist, dann hat jetzt die Messe aber auch keine Zukunft. Ganz ehrlich, ich bin heute ein bisschen rumgelaufen oder so. Jetzt eine große Produktneuheit oder so habe ich noch nicht mitgebracht. Ja, ich weiß auch nicht, ob es um Produktneuheiten geht. Ich meine, es gab die letzten Jahre auch keine Produktneuheiten. Die Hersteller waren aber immer über die Geschäfte zufrieden. Ist die Frage, ob sie das auf dieser Messe auch sein werden. Ich meine, klar, es gibt interessante Sachen zu sehen. Wenn ich in die Future Technology Halle gehe und mir dann angucke, was da an Robotern mal anfassbar gezeigt wird, dann ist so ein Konzept, dass man darstellt, was die Branche so insgesamt leisten kann und dass es, wie Lanier formuliert hat, daran auch Kritik gibt, auf der anderen Seite auch Spaß am Gerät, das ist ja schon mal nicht schlecht und es lockt natürlich dann junge Leute an. Nur wenn irgendwann die Aussteller wegbleiben, weil sie keine Geschäfte mehr machen, dann nutzt es auch nichts. Na, vielleicht holen sie jetzt aber auch dafür neue Aussteller. Ne? Also ein bisschen was wandelt sich schon. Also es gibt einen Smartphone-Hersteller, der das erste Mal hier ist. Ich habe den Namen Huawei. Jetzt. Ja, nee, Huawei ist ja mit einem Riesenstand hier, aber noch so ein anderer. Also die waren vorher nicht hier oder so, weil sie auf dem MWC waren. Da kriegen sie neue potenzielle Kunden hier, die Messe. Dann Facebook ist das erste Mal da. Dafür ist halt Microsoft als großer Stand weggefahren. Also möglicherweise verschiebt sich das. Also möglicherweise auch in Bereiche, die über das klassische Klientel ja. hinausgehen. Das Witzigste, was ich gesehen habe, war Whiskas. Die haben einen Stand, wo sie so eine Box beworben haben. Hier, ich habe hier schon groß an Frau Mahlzeit, ich habe hier was mitgebracht. Ja. Das wäre übrigens auch noch eine Erklärung, die gleich wieder gestellt wurde. In der normalen Heise-Show steht immer so eine Katze vorne dran. Das ist Frau Mahlzeit. Das ist das Maskottchen der Heise-Show. Meine Katze zu Hause. Schöne Grüße an Frau Mahlzeit. Aber ich fand den Whiskas-Stand, den fand ich auch sehr passend, weil die haben einfach Whiskas Pappbox 2.0 oder wie das Ding hieß und die haben einfach nur so eine Box gehabt, so ein Pappding, wo die Katze drin spielen kann und haben aber das so aufgeblasen, wie das normalerweise mit so Technikprodukten gemacht wird. Also eine gute Viralkampagne, ne? Aber das ist im Grunde ist aber das ja ist auch aber, IT. Ja, aber das war auf jeden Fall lustig. Also es war, da wurde so ein bisschen die Branche so ein bisschen durch den Kakao gezogen und ich finde, das passt ganz gut. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir diesen Clash ein bisschen sehen zwischen den Business-Leuten, die sich über, keine Ahnung, CRM-Software informieren wollen. Und wir haben hier das Publikum, die einfach hier Spaß haben wollen. Und das ist natürlich, das passt nicht zusammen so richtig. Und das muss ich auch sagen, also das ist so eine Kritik, die ich heute öfter gehört habe, ist, dass diese beiden Richtungen der CeBIT, also einmal dieser Rummelplatz mit den Bierbuden und dann diese klassischen CeBIT-Hallen mit den internationalen Business-Software-Anwendungen, dass das nicht gut zusammenpasst und dass das auch nicht wie so ein Puzzleteil ineinander spielt, sondern dass das so ein bisschen Clash-mäßig wirkt. Aber irgendwie finde ich das auch ganz reizvoll, diese zwei Welten. Aber wie willst du das sonst lösen? Willst du so eine Old-Style-Halle machen oder so, wo dann alle nur mit Anzug reinkommen und Krawatten? Naja, de facto ist das so. Also wenn du den Nordeingang reinkommst, die ersten Hallen, die sind ja wirklich so klassische Business-Solutions und da sieht es exakt so aus, wie es auch vor 10 Jahren schon auf der CeBIT ausgesehen hat. Und diese Auflockerung kommt dann erst, wenn man da zum Campus kommt. Und da ist natürlich die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich die Zielgruppe? Sind es jetzt die Business-Leute oder sind es die digital offenen Party-Leute? Das ist halt, also diese Frage kann ich mir auch noch nicht so richtig beantworten. Naja, im Prinzip versucht die CeBIT so eine Lücke zu finden zwischen, was weiß ich, MWC und CES, wo die neuen Sachen vorgestellt werden und der IFA im Herbst, die irgendwie nur Unterhaltung ist eigentlich. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass Microsoft nicht da ist und sie eigentlich keiner vermisst. Das ist das Überraschende. Oder weil Microsoft jetzt nicht irgendwie so das Sensationelle zu präsentieren hat. Ich meine, die können sich was ausdenken wie SAP mit dem Riesenrad, aber die Show hat ihnen SAP ja schon gestohlen. Das heißt, was will Microsoft dann hier? Die sind dann vielleicht tatsächlich auf der Hannover Messe besser aufgehoben. Wo sie ja stark vertreten waren oder so viel gemacht haben. Ich denke, diese Branche
weiß ich, die muss halt die Startups umarmen. Und ich glaube dann auch die Kultur oder so, die erneuert sich halt aus der Ecke. Und wenn man dann nur bei den alten Unternehmen ist oder so, dann weiß ich nicht, dann staubt das hier einfach ein oder so. Ne? Und dann geht das nicht mehr weiter. Ich meine, das Risiko dabei ist natürlich, dass die Firmen wie Intel, IBM, SAP, was weiß ich, wer, Salesforce, sich jetzt sagen, hier, neue Cebit, da überlegen wir uns was Tolles. Und dann ist das Pulver verschossen, beim nächsten Mal fällt ihnen nichts mehr ein. Das heißt, der Eventcharakter ergibt sich dann auch etwas und man fällt wieder in den alten Trott zurück. Das müsste ja im Prinzip durch die entsprechende Planung der Messe auch schon aufgenommen werden. Was ich auf jeden Fall mir gut vorstellen könnte, dass es eigentlich Sinn ergeben würde, wieder mehr consumer-orientierte Firmen hier zu haben, die einfach so IFA-mäßig, dass einfach der normale Mensch nicht mehr am Samstag in den Mediamarkt oder zu Saturn geht, um sich über neue Produkte zu informieren, sondern halt hierher kommt. Und das, ich habe das Gefühl, dass auch Firmen wie Vodafone das schon so nutzen, dass sie einfach über ihre Produkte hier informieren, die ja auch nicht nur an Businesskunden, sondern auch an den Endkunden gerichtet sind. Aber andere Firmen wie Salesforce, die haben eben keine Consumer-Kunden, sondern das ist nur B2B. Aber ich finde das auch jetzt nicht so schlimm, dass es einfach B2B-Leute gibt. Das ist ja auf der CES oder auf der IFA genauso. Aber die fehlen halt dieses Jahr noch, die consumer-orientierten Firmen. Vielleicht die Infa mit der Cebit zusammenlegen oder so. Ne? Also die Infa für die Zuschauer, das ist halt so eine Hausfrauenmesse, ne? Wenn man so will. Ne? Und Hausmänner natürlich. aber mir entsteht der Eindruck oder so, ihr seid überrascht, dass das Konzept besser aufgeht, als ihr erwartet habt. Es wirkt stimmig. Ne? Also es wirkt irgendwie nicht so künstlich oder so aufgesetzt oder so, sondern also wie es bei der Scale 11 in der Vergangenheit war. Ne? Also es gab ja vor der Scale 11 gab es ja auch so eine Startup-Veranstaltung, Code N. Das hat nicht die Messe selber gemacht oder so und das war auch sehr aufwendig inszeniert und das hat toll in die jeweilige Halle gepasst. Und dann haben sie zwischendurch das mal selber versucht und das fand ich nicht so toll. Und hier haben sie jetzt von vorne bis hinten und haben sich offensichtlich gut beraten lassen und das wirkt alles passend. Es wirkt vor allem nicht halbherzig. Also ich hatte am Anfang die Angst oder die Skepsis, dass das alles so ein bisschen, hast du ja auch schon gesagt, dass wie Code N oder so, dass das so aufgefropft wirkt, dass man einfach irgendwie so ein bisschen Hipsterwasser überall rüber kippt, sag ich mal, und irgendwie, okay, stellt man jetzt irgendwie eine Bierbude auf und eine Konzertbühne, aber ich finde, dass es schon super viele Elemente gibt, die neu gedacht sind und anders sind. Ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht, also ich hatte ein bisschen Angst, dass es viel halbherziger ist und so ist es schon konsequent, obwohl es trotzdem noch diesen Clash gibt. Mhm. Aber ich habe mich heute auf jeden Fall sehr gut amüsiert hier auf der Messe. Also das kann ich nicht anders sagen. Ob es letztlich ein Erfolg wird, können wir zum einen halt erst am Freitag irgendwie sehen, wenn die Aussteller halt ein Feedback geben. Aber ich glaube, dann so richtig sehen wir es dann erst im nächsten Jahr. Ne? Weil dann zeigt sich halt, wollen die wiederkommen? Wollen sie vielleicht sogar größere Stände haben? Kommen neue Aussteller? Aber Also ich habe heute schon mit ein paar Ausstellern geredet und die Aussteller haben gesagt, dass sie positiv überrascht waren, dass sie auch wirklich viele, wie heißt das, Sales, Queues oder Leads generiert haben sozusagen. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich heute so ein bisschen traurig fand, war, dass mein Gefühl war, dass es ein bisschen leer sich überall angefühlt hat. Also dieses klassische aufgedrehte Messegedränge habe ich heute nicht so wahrgenommen. Oder vielleicht war ich an den falschen Stellen. Aber Wie habt ihr das gesehen? Der erste Publikumstag, das ist, glaube ich, traditionell so, ne? Dass dann an den anderen Tagen mehr los ist. Traditionell schwach und ich fand es auch angenehm. Also es ist auch so, dass man anders als früher in jeder Halle irgendwo mal sich hinsetzen kann einfach oder auch zum Beispiel sein Handy aufladen kann und so Geschichten. Das sind Tische, wo man arbeiten kann, sein Notebook aufklappen kann, das war vorher alles nicht da. Ne? Und das verändert den Charakter der Messe auch insgesamt, denke ich, sehr positiv. Keno muss jetzt los. Keno muss noch zu Boston Dynamics. Genau, ich will mir jetzt den tollen Laufroboter bei Boston Dynamics angucken, aber gebe einfach mal weiter. Aber du darfst nur los, wenn du auch eine Tickermeldung dazu schreibst. Ja,
Ich möchte aber jetzt mit einem Flugtaxi bitte abgeholt werden. Das steht ja nebenan. Das ja, darf das leider stimmt. nicht fliegen. Das ist aus rechtlichen Gründen, darf das hier nicht abheben. Ja, danke schön. Ja, er wird abgelöst von Holger Bleich, der auch noch auch von CT und Heise Online und der sicher auch noch Eindrücke von der Messe schildern kann. Ja, ihr habt ja das Wesentliche schon gesagt. Also so viel kann ich gar nicht hinzufügen. Also red dich nicht raus. Naja, also was mir, ich bin ja noch nicht so lange da. Ich bin heute erst um 15 Uhr gekommen und ich fand es schon wirklich, ihr habt gesagt, ein bisschen leerer. Ich fand es schon erheblich leerer und ich kann dir auch nicht ganz zustimmen. Für mich, mir macht das noch nicht so den ganz stimmigen Eindruck, was das Konzept angeht. Also ich finde es noch ein bisschen aufgepropft. Aber was mag, stört dich denn? Also, wo, also wo, es mag daran liegen, dass ich jetzt auf den anderen großen Leitmessen war. Ich war halt im Februar in Barcelona beim MWC. Ich war im November in Lissabon beim Web Summit. Und da hast du das Gefühl, das ist so, wie es jetzt ist, aus dem Kleinen raus entstanden und gewachsen. Und wenn du von da kommst, dann hast du irgendwie ein bisschen das Gefühl, das wirkt hier schon so, weil das ist so vermischt, das Alte mit dem Neuen. Du hast natürlich, ich meine, ich bin seit 20 Jahren auf der CeBIT und es ist halt auch so, man kennt das Gelände, man kennt die Hallen und so und plötzlich findet hier was ganz anderes statt, als man gewohnt ist. Mhm. Ich war noch auf der Hannover Messe vor ein paar Wochen, da hat es hier natürlich so ausgesehen wie auf der alten CeBIT. Und ich finde halt, dass dieser D-Campus halt noch ein bisschen sehr reingepflanzt wirkt und da sind halt irgendwie zig Craftbuden reingesetzt, da steht ein Riesenrad und ist eine Konzertbühne. Das macht aber noch nicht ein Festival aus oder macht noch nicht diesen Festivalcharakter aus. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was, aber ich glaube auch, dass das kommen kann. Also wenn man dem Konzept auch über Jahre hin eine Chance gibt und das nicht so macht, wie man es bisher gemacht hat, dass man irgendwie jedes Jahr das Konzept zumindest in Teilen wieder umwirft. Na, im Interview mit uns hat Oliver Frese zumindest zugesagt, dass sie 3 Jahre Zeit haben. Ja, das hoffe ich. Das ist ja wohl das Minimum, um so ein neues Konzept tatsächlich reifen zu lassen, weil es wird sicher nicht alles so bleiben, wie es jetzt ist, obwohl ich viele, viele Punkte positiv finde tatsächlich. Mich stört zum Beispiel alleine, ich komme bei Nord 1 rein und sehe erstmal gar nichts. Also da steht zwar ein einsamer Saxophonspieler und ein Biosaftstand, aber das ist irgendwie jetzt nicht der so. Der Saftstand, der steht da so verloren rum. Das ja, das stimmt, aber wo ich reinkam, gab es eine Schlange. Also von daher. Aber wo man ein bisschen mehr so hingeführt werden müsste zu den Hallen, weil der Weg von Nord 1, wo die Straßenbahnen ankommen, bis du am Zentrum der neuen Messe ist, dem Freigelände mit dem Expo-Dach, da ist schon sehr lang. Also ich habe übrigens, also was auch im Vergleich jetzt zu den anderen Messen, die ich erwähnt habe, auch es betrifft auch genauso die IFA. Ich glaube, es existiert halt hier noch ein etwas anderes Problem, nämlich, dass man eine Generalistenmesse sein will. Ne? Also das sind alle Special-Interest-Messen eigentlich, also vor allem der MBC. Ne? Alle haben Themen, entweder Unterhaltungselektronik, die IFA oder eben Mobilfunk, der MBC. Und hier will man halt immer noch, habe ich den Eindruck, zumindest sehr viel abdecken, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber das ist natürlich spannend, aber natürlich auch nur dann spannend, wenn es wirklich viel Neues zu sehen gibt. Aber das ist doch, glaube ich, genau die Chance der CeBIT, dass sie sagt, ich zeige euch ein Bild von allem, was diese Branche zu leisten in der Lage ist. Ja. Ich zeige euch ein Bild von dem, wie das euren Alltag verändert, deswegen diese ganzen Konferenzen und Vorträge und sowas. Und ich zeige euch auch, was gut daran ist. Mhm. Und wenn sie das hinkriegen, also ich predige das seit Jahren, oder wenn sie das hinkriegen, dann haben sie eine Berechtigung überhaupt zu existieren. Alles andere machen andere Messen besser. Also wir brauchen keinen zweiten MWC, im Prinzip brauchen wir auch kein zweites SXSW. Also es wird ja immer der Spruch gemacht, die neue CeBIT ist so eine Art NXSW, NXNW für Deutschland. Das musst du jetzt erklären. SXSW ist so, naja, ich nenne es immer das Festival der IT-Hipster. South by Southwest heißt es, ne? Und das hier wird ja öfter als North by Northeast oder so verspottet. Und das ist natürlich, hatte immer schon einen großen Eventcharakter, hat dann irgendwie so sehr viel an Technologieinformationen eben aus USA dazu gewonnen und ist riesig geworden. Inzwischen haben es die Marketeers entdeckt und es ist so ein bisschen auch ans Ende gelangt. Warst du mal da? Eigentlich? Ja? Aber schon vor 10 Jahren. Sowas muss man jetzt auch nicht nachmachen. Das heißt, die CeBIT muss ja schon irgendwo ihre Stellung finden zwischen allen diesen anderen. Und das ist eben keine Spezialmesse, das ist auch keine IFA, die vor allem Rundfunk und Fernsehen macht, wo immer noch die ARD und ZDF-Shows irgendwie der größte Publikumsmagnet sind. Und es ist auch keine CES. Ja. Also, sie hat halt dieses riesige Messegelände also, und mit diesen riesigen Hallen, die ja auch
dafür gebaut sind, dass dann irgendwelche großen Industriemaschinen da ausgestellt werden können oder so. Das ist halt ein anderes Ambiente als zum Beispiel in Barcelona, wo die Messe komplett halt für den MWC gebaut worden ist und mittlerweile da auch schon zu klein ist dafür. Ne? Also das ist, ja, man das muss wird aber, man nicht ganz ändern können. Also was mich wirklich, das geht vielleicht anderen auch so, was mich immer noch stört, und das hat mich hier schon immer gestört an diesem Messegelände, ist, dass es eben, weil es die vielen großen flachen Hallen gibt und die Straßen dazwischen, ist, dass du ständig, wenn du übers Gelände läufst, aufpassen musst, dass du nicht von irgendeinem Shuttle überfahren wirst, weil hier so viel Straßenverkehr ist einfach auf dem Gelände. Das passt halt auch nicht ganz so gut zu dem Festivalcharakter. Deswegen meine große Bitte an die Messe AG, bitte versucht den Autoverkehr zu reduzieren hier auf dem Gelände während der Messe. Das wäre, finde ich, würde dem Festivalcharakter echt noch gut tun. Ja, vielleicht in 5 Jahren kommen dann die automatisch fahrenden. Ne? Weißt du noch, also auf der Hannover Messe bin ich wieder beinahe von einem E-Shuttle überfahren worden, weil die hörst du nämlich nicht, die tuten ja auch nicht und nichts. Also die nähern sich noch dazu lautlos. Hier fahren wenigstens noch die guten alten Diesel-Shuttles. Okay, ja, kann man ja vielleicht dann außenrum leiten, den Verkehr. Ne? Hast du noch Fragen? Nee, also es gibt eher noch Kommentare zur Heise-Show, dass das früher vom Messestand mehr etwas mehr Messecharakter vermittelt hat. Aber auf der anderen Seite vermittelt das natürlich auch einen gewissen Messecharakter, dass wir jetzt hier auf der Bühne stehen und die einfach mitten in der Halle ist. Ne? Und vielleicht können wir irgendwann mal nochmal eine Kamera mit auf die Bühne nehmen und dann das Publikum aufnehmen, wenn es ein bisschen voller ist. Entschuldigung, wir haben eine neue Datenschutzgrundverordnung, Jürgen. Ach, naja. Nicht diese Diskussion jetzt. Ja, immer wieder. Gebt ihr unser DSGVO-Nazi. gebt ihr der CeBIT tatsächlich eine Chance? Wird sie das schaffen? Also wenn sie 3 Jahre Zeit hat, sich neu zu orientieren, ja. Also ich denke, dieser erste Wurf ist schon ganz gut gelungen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen feinjustieren oder so. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das machen wollte. Dass man da, also viel größer wird sie jetzt nicht auf einen Schlag werden oder so. Ich denke, man wird immer durch so ein paar tote Hallen gehen müssen, um herzukommen oder so. Das ist dann halt so. Na, aber ich denke schon, ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass ja auch die Stadt mehr einbezogen wird. Ne? Es wird halt im Kröpke, das ist der große Platz in Hannover, ist halt so ein kleiner Bereich aufgebaut, der hier so ein bisschen das Flair nachvollziehbar machen soll. Die Tickets sind ganz günstig für heute Mando Diao und oder wie auch immer. Für die Abendveranstaltung, das ist halt toll. Also für die Stadt ist es auf jeden Fall ein Gewinn, ne? Klar. Also da könnte auch nochmal ein bisschen Drive reinkommen, ne? Dass da Leute kommen. Ja, das war's für heute. Also sieht so aus, als könnte man mit dem neuen Konzept der CeBIT leben. Ich sehe Nicken im Publikum, das freut mich auch. Liegen wir vielleicht nicht ganz daneben. Schauen wir mal, was die nächsten Tage noch passiert. Wer in Hannover ist, Freitag Nachmittag, Abend, feiert die CeBIT ihr Abschlussparty, und zwar mitten in der Stadt auf dem Kopf. Weiß man eigentlich jetzt, wer der geheime Gig ist, der da kommt? Nein, immer noch nicht. Nicht verraten. Sie wollen nichts sagen. Vielleicht wissen Sie es ja selber noch nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben ja schon spekuliert, die Rolling Stones sind noch gerade auf Tournee. Ja. Aber egal. Eminem ist jetzt doch auch da bald da, genau. Vielleicht kommt er einfach einen Tag früher oder so. Ja, okay. Also ich wollte noch ein paar Gerüchte. Ja, genau. Die Party Freitagabend, wir werden da sein. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Gibt es schon da eine heiße Show? Nein. Könnte man überlegen, ob wir eine heiße Show von der Dings machen. Was sagt die Technik? Technik grinst. Wahrscheinlich liegt sie tot in der Ecke, weil sie völlig erschöpft ist von 3 Tagen CeBIT. Das war der erste Tag der CeBIT. Das war der erste Tag der heiße Show von der CeBIT. Morgen geht es wieder weiter, 15.30 Uhr. Morgen ist unser Hauptthema Auto. Elektroautos, autonome Autos, nein, nicht nur Autos, Elektromobilität. Es geht auch um Elektroroller, Elektro, was weiß ich was. Alles, was leucht und kreucht und mit Elektrizität angetrieben wird. Wir diskutieren unter anderem mit Detlef Grell und Axel Kossel über autonome Autos und die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur. Olaf Schilgen von VW wird mein Gesprächspartner sein über das, was VW sich unter der Zukunft der Autos vorstellt. Und Clemens Gleich von Heise Autos über das, was denn bei Elektromobilität passiert. Das wird bestimmt spannend. Ich freue mich, wenn wieder Leute hier sind, wenn ihr uns zuguckt und wenn ihr im Stream zuguckt. Schönen Abend. Wir gehen jetzt feiern. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ja, kannst aber wissen.